Blinkern, Suppe und Brot habe ich noch genug. Dann fahre ich jetzt ins Pfarrhaus. Gut. Rainer? Ja? Kommst du mal? Schichtsbohrtiefe 30 cm, eine Feuerstein-Speerspitze, Länge ungefähr 9. Schauen Sie mal, Herr Professor Hänfling, das sieht doch aus wie ein Stück von einer Grabbeigabe. Grüß Gott, Herr Weller. Grüß Gott. Es gibt noch ganz viele davon. Also ich will Ihrer fachmännischen Expertise nicht vorgreifen, aber das sieht nicht nach Steinzeit aus. Eher wie Steingut, vielleicht der Rest von einem Bierhumpen, den irgendein Saufkumpan ihrem Ötzi über den Schädel gehauen hat. Also naturgemäß findet man in den verschiedensten Ablagerungen Gegenstände der unterschiedlichsten Epochen. Ah ja? Ich bin leider Besitzer, stolzer Besitzer von dieser Ruine hier. Ja? Und ich kann es mir nicht leisten, Däumchen zu drehen, bis Sie sich durch alle Epochen durchgearbeitet haben, bis zur Steinzeit. Da wird Ihnen aber nichts anderes übrig bleiben. Jeder Tag kostet mein Geld, spricht das der Gemeinde. Ich verstehe das nicht. Jetzt reg dich nicht auf, dein Puls ist schon viel stabiler. Ich würde sagen, du hast ein Stolperherz. Das kenne ich. Aber da, wo ich herkomme, heißt es nicht Stolperherz, sondern Kater. Also das verbitte ich mir. Verschwinden Sie! Ja, entschuldigen Sie. Sie scheinen völlig verdrängt zu haben, dass ich der Besitzer dieser Immobilie bin. Leider, wie ich betonen möchte. Und deswegen bin ich auch hier. Haben Sie 10 Minuten oder wollen Sie weiter Händchen halten? Ich würde sagen, du legst dich jetzt oben hin und ich rufe in der Klinik an und gebe Ihnen Bescheid. Nichts dergleichen wirst du tun. Wenn ich diesen Herrn hier sehe, dann wird's mir so schlecht, dass es mir schon wieder gut geht. Ein Wunder. Was wollen Sie? Das können Sie sich doch denken, oder? Schon, aber ich möchte es vielleicht lieber aus Ihrem Munde hören. Sie wollen mich demütigen. Nichts liegt mir ferner, obwohl die neue Sachlage nicht einer gewissen Komik entbehrt. Ja. Ich finde das alles andere als komisch. Ich schon. Jahrelang haben Sie sich nun bemüht, uns das Kloster abspenstig zu machen. Und jetzt, wo Sie endlich stolzer Besitzer davon sind, können Sie nichts mehr damit anfangen und wollen es so schnell wie möglich wieder loswerden. Sind Sie jetzt fertig? Eigentlich nicht, aber Schadenfreude ist nicht gerade eine christliche Tugend. Wie wahr, wie wahr. Und eine Liegenschaft unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu verhökern, ist ethisch und moralisch gesehen, gelinde gesagt, eine Sauerei. Falsche Tatsachen? Ja, man könnte auch Fälschung dazu sagen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Schwester, Sie wissen es und ich weiß, dass Sie selber draußen im Klosterhof dieses Skelett verbuddelt haben. Ich weiß, dass Sie dieses Gerücht verbreiten, aber kein Mensch glaubt Ihnen. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Na gut, in diesem Fall bleibt mir nichts anderes übrig. Hier bitte. Was ist das? Es hat auch etwas Gutes, ein Hausbesitzer zu sein. Man kann Miete verlangen. 18.000! Und ein paar zerquetschte pro Monat. Das ist günstig. Die Vergleichsmieten im Raum Kaltental liegen wesentlich höher. Sie können das alles der Mutter Oberin in München erzählen. Auf Wiedersehen, Herr Böller. Ich kann auch kündigen, wenn Ihnen das lieber ist, in eine Disco was machen. Oder Nachtclub. Hast du das gehört, Herr? Disco. 18.485 Euro Miete. Wie soll denn das gehen, Herr? Gottlob haben wir noch unsere Mutter Oberin. Die wird schon wissen, was zu tun ist. Vorzimmer, Frau Reuter. Das geht jetzt schlecht, Lotte. Seine Exzellenz ist bei ihr. Worum geht es denn? 18.000 Euro? Ja, hat der Mensch sie noch alle? Ist gut. Ich sag der Mutter Oberin Bescheid. Und jetzt muss ich auflegen. In Ewigkeit. Ja? Mario Gallo, Enzo Tellini. Sie sind aus Rom? Roma? Nein, Napoli. Aber da sind wir inzwischen auch nur noch im Urlaub. Wir haben ein kleines Restaurant hier in der Nähe. Ach so. Und ich dachte, Sie kommen vom Vatikan. Ja. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte mit Gina sprechen. Gina? Schwester,
Wir wissen genau, dass sie hier ist. Also bitte, Gina Gallo. Sie ist meine Schwester. Entweder Sie sagen uns, wo sie ist, oder wir nehmen die Bude hier auseinander. Also, ich würde vorschlagen, Sie nehmen da jetzt Platz und ich berichte der Mutter Oberin von Ihrem Ansinnen. Es könnte ein bisschen dauern. Der Bischof ist bei ihr. Die Mission in Südamerika, vor allem bei den Indios, liegt mir sehr am Herzen. All dem Unrecht, das die katholische Kirche dort im Laufe der Geschichte angerichtet hat. Und ich wäre Ihnen wirklich sehr verbunden, wenn Sie die eine oder andere Ihrer Schwestern darauf aufmerksam machen würden, dass Darf ich kurz unterbrechen? Schwester Hildegard, jetzt warten Sie doch wenigstens, bis seine Exzellenz den Satz beendet hat. Erfahrungsgemäß dauert das länger. Ja, also und dann ist es vielleicht schon zu spät. Alarmstufe 1. Wie? Wir haben die italienische Mafia im Haus. Wie bitte? Der Bruder von Schwester Gina und noch einer. Sie wollen Schwester Gina sprechen, widrigenfalls wollen Sie, ich zitiere, die Bude auseinandernehmen. Exzellenz, es tut mir leid, aber das scheint tatsächlich ein Notfall zu sein. Bitte, bitte. Ich muss Sie bitten, in der Kapelle zu warten. Ja, dann führen Sie die Herren herein. Ja, aber einen von diesen köstlichen Keksen darf ich doch mitnehmen. Bitte. Tja, das ist eine Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass Gina einen Bruder hat. Tja, dann wissen Sie es jetzt. Also, rücken Sie sie raus. Wie bitte? Also, erstens ist Gina aus eigenem Willen zu uns gekommen und zweitens ist sie in Köln. Köln? Sie ist in Köln? Ja, sicher. Dort werden unsere Novizinnen auf die Weihen vorbereitet. Aber bitte, setzen Sie sich. Möchten Sie Kaffee? Plätzchen? Darf ich fragen, worum es geht? Seit Gina alles hingeschmissen hat und verschwunden ist, ist mein Vater ein gebrochener Mann. Wir sind verlobt, seit Gina 14 ist. An San Gennaro wird geheiratet. Nun, das mag ja sein, nur wir leben nicht mehr im Mittelalter. Und das hier ist nicht Napoli, sondern das Hier und Heute. Und da kann eine junge Frau ihren Lebensweg selbst bestimmen. Außerdem, wie ich schon sagte, ist sie nicht im Haus. Und ich glaube Ihnen kein Wort. Gina ist hier, das weiß ich. Sie hat meine Mutter von diesem Telefon hier in Napoli angerufen. Also, jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Sie müssen nicht glauben, dass Sie mir mit Ihrem Auftritt hier imponieren. Und Ihre Schwester schon zweimal nicht. Und vielleicht hat sie ja gerade deshalb bei uns Zuflucht gesucht, weil sie nichts mit Männern von ihrem Kaliber zu tun haben will. Und jetzt gehen Sie bitte. Probleme? Nein, wenigstens keine, zu deren Lösung ich einen Mann benötige. So nicht, Schwester. So nicht. Darf ich bitten? Schwester Augusta, ist Gina bei Ihnen in der Küche? Sie möchte sofort zu mir kommen, aber über die Hintertreppe. Darf ich jetzt wieder? Exzellenz, ich fürchte, wir müssen unser Gespräch vertagen. Wir haben Probleme mit einer unserer neuen Novizinnen. Oh ja. Vielen Dank. Bitte sehr. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Grüß Gott.
Grüß Gott, mein Kind. Na, Sie machen ja Sachen. Was will denn die Mutter von mir? Ich werde der Mutter Oberin nicht vorgreifen. Gehen Sie bitte. Die Schürze. Ja. Da. Sie können sich sicher denken, warum ich Sie zu mir gebeten habe. Weil Schwester Augusta gepetzt hat. Wie? Was? Dass ich gemeutert habe. Ist doch Ironie des Schicksals. Ich dachte, ich könnte hier was anderes tun, als hinter dem Herd in der Küche zu stehen wie im Restaurant. Ich kann es mir nicht leisten, ein Talent wie Sie verkümmern zu lassen. Doch das war nicht der Grund, warum ich Sie gerufen habe. Es geht um Ihr Vorleben. Wie? Es war mir nicht bekannt, dass Sie verlobt sind und dass Sie Ihre Angehörigen, vor allem Ihren Vater und sein Restaurant, im Stich gelassen haben. Wer sagt das? Ihr Bruder und Ihr Verlobter waren eben hier. Was? Keine Sorge. Ich habe zu einer Notlüge gegriffen und gesagt, Sie seien in Köln, aber ich muss dringend Ihre Version der Geschichte wissen. Mein Vater betrachtet uns Kinder als sein persönliches Eigentum. Seitdem ich 14 bin, stehe ich im Restaurant in der Küche. Und so lange kenne ich auch Enzo schon. Vater hat ihn für mich ausgesucht. Und da mein Bruder und seine Frau keine Kinder haben können, will er, dass ich ihm einen Erben schenke, und zwar so schnell wie möglich. Aber ich kann das nicht. Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen und ich kann mich dieser napolitanischen Macho-Art einfach nicht unterordnen. Und deshalb sind Sie zu uns gekommen? Um dieser Auseinandersetzung auszuweichen? Ich bin hergekommen, um mir klar zu werden, wozu ich bestimmt bin. Was Gott mit mir vorhat in meinem Leben. Dazu ist die Novizenzeit doch da. Oder? Packen Sie Ihre Sachen. Bitte tun Sie das nicht. Ich werde Schwester Hildegard instruieren, Sie nach Kaltental zu fahren. Wo stecken Sie denn? Guten Morgen. Das wird sich noch zeigen. Hier ist nämlich der Teufel los. Was? Herr Lehmann muss Sie dringend sprechen wegen der 4 Millionen für das Kloster. Und da drinnen wartet schon die ganze Zeit Herr Gallo auf Sie. Wer? Gallo. Fabrizio Gallo. Der Besitzer von dem italienischen Fresstempel. Wo Sie manchmal zum Essen gehen mit Leuten, mit denen Sie nicht gesehen werden wollen. Ach, Dolce Vita. Ja. Ja. Was will er? Er hat gesagt, er ist mit Ihnen verabredet, heute. Mit mir? Wahrscheinlich hatten Sie so viel Rotwein-Intus, dass Sie wieder mal einen Blackout haben. Also bitte keine anzüglichen Bemerkungen, ja, am frühen Morgen. Und das auf nüchternen Magen. Frau Laban, ich befinde mich in meiner größten persönlichen Krise. Jetzt seien Sie nicht so deprimiert. Hier, das faxen Sie bitte nach München zur Obernonne. Und in maximal 3 Minuten kommen Sie rein und dann sagen Sie, ich muss zur Gemeinderatssitzung oder was weiß ich was, damit ich die Menschen loswerde. Sie wissen wirklich nicht, was der will. Fabrizio! Entschuldigen Sie. Ich habe versucht, Sie in Ihrem Lokal zu erreichen, aber Sie waren schon unterwegs. Sie sind eine vielbeschäftigte Mann, ich auch. Also kommen wir zur Sache. Sie sagten, Sie können mir helfen. Richtig, ja. Wollen wir uns nicht setzen? Grazie, grazie. Eine Grappa? No. Cappuccino? Sagen Sie mir lieber, was Sie vorschlagen. Ich bin jedenfalls am Ende mit meiner Weisheit. Ja, das ist ja auch kein Wunder, nicht in Ihrer Situation. Ja, jetzt müssen Sie mir schon auf die Sprünge helfen. Das ist ja schon eine Weile her und wir hatten ja jede Menge Rotwein-Intus, also wenn ich mich recht erinnere. Sie hatten zu viel. Das stimmt. Und Sie haben mir versprochen, alles in Ihre Macht Stehende zu tun. Mit Ihren glänzenden Verbindungen. Ja, richtig. Ihre Tochter. Wie heißt sie gleich wieder? Sagen Sie nichts, ich komme gleich drauf. Er hat so einen italienischen Namen wie eine Filmschauspielerin. Claudia Cardinale. Nein, das ist nicht richtig. Sophia Loren? Gina. Lollo Brigida, richtig. Und Sie wollten, dass Ihre Tochter irgendwie unter die Haube kommt, oder wie war das gleich noch wieder? Signore Waller, ich werde das Gefühl nicht los, Sie machen sich lustig über mich. Das mag ich gar nicht. Ich bin Fabrizio Gallo.
In meinem Lokal verkehrt die allererste Prominenz. Allererste Prominenz? Ja. Wieso kommen Sie dann zu mir? Ich meine, ich bin allenfalls zweite Garnitur. Ja? Und 150 Euro für ein Abendessen, das kann ich mir nur über Spesen erlauben. Sie sind wohl schwer vom Begriff, was? Ich kann auch anders. Ein schönes Tages, wenn Sie in Ihr Auto rauskommen. Wundern Sie sich nicht, wenn es dort aussieht, als sei über Nacht der Besuch ausgebrochen. Fabrizio, man kann doch über alles reden. Bringen Sie mir meine Tochter zurück. Sie ist in diesem Kloster in München. Und Sie haben gesagt, die Oberin da ist eine gute Bekannte von Ihnen. Also holen Sie sie da raus. Sonst verfluchen Sie den Tag, an dem Sie geboren wurden. Entschuldigen Sie, ich soll Sie an Ihren Termin erinnern. Ja, aber doch nicht jetzt, Frau Laban. Sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Jetzt, wo ich mit Fabrizio ins Geschäft komme. Signore Waller und ich sind uns einig. Ja, ja, alles klar. Ich rufe Sie dann an. Ne? Sie werden sich meine Sache annehmen. Ne? Ja, ja. Warte doch mal. Ja, jetzt stehen Sie nicht so rum wie eine kaputte Telefonzelle. Rufen Sie bei der Nonne in München an und versuchen Sie alles über den Verbleib einer gewissen Gina Gallo herauszufinden. Oh, wer ist denn da? Grüß Gott. Grüß Gott, ich bin Schwester Gina. So laut. Und von Rio de Janeiro sind es dann noch 2 Tage mit dem Bus und dann weiter mit Pferden. Laut Bischof Rossbauer müssen die Anden und die Pampas von überwältigender Schönheit sein. Schwester Gina ist offiziell nicht da. Nicht da? Wo ist sie denn? Stell dir einfach vor, sie sei unsichtbar. Aber ich sehe sie doch. Das sind die beiden. Julia, zeigt Gina das Zimmer. Ich komme gleich nach. Und wen von uns möchten Sie in die Pampas schicken? Nicht Sie. Wenn ich auch oft den dringenden Wunsch verspürt habe. Nein, ich dachte an Schwester Sophie. Aber bitte behalten Sie das für sich. Ich möchte es ihr persönlich mitteilen. Nächste Woche. Naja, mit der Küche in eurem Luxuslokal ist das natürlich nicht zu vergleichen. Nein. Ich hoffe, ich kriege auch noch was anderes zu tun außer kochen. Das kann ich nämlich schon und ich würde gern was lernen. Hallo, ich bin Julia. Die Mutter Oberin hat dich angekündigt. Gina. Hat sie auch gesagt, wie es weitergehen soll? Gina bleibt vorerst bei uns. Oder zumindest so lange, bis sie die Weihen hat. Komm, ich zeig dir dein Zimmer. Ja. Du hast Glück. Deine Novizenzeit wird gekürzt. In 3 Monaten bist du eine richtige Schwester. Und ich auch. Ach, Schwester. Danke. Ach was, ich bin ganz froh, wenn ich mal einen kleinen Urlaub von der Frau Chefin habe. Danke, Schwester Agnes. Sagen Sie, Schwester, was ist denn das für eine hervorragende Suppe? Grünkernsuppe. Aha. Kann ich dich kurz in einer privaten Angelegenheit sprechen? Doch nicht etwa wieder wegen deinem Herrn Stolpe? Nein, das wäre das geringere Übel. Es geht um meinen 2. Roman. Du hast noch einen geschrieben? Eben nicht. Ich habe mich von diesem Lektor bequatschen lassen und den Vertrag unterschrieben. 20.000 Vorschuss. Das ist doch fantastisch. Ja, nur mir fällt nichts ein. Ich habe alles in das Tagebuch gesteckt und jetzt... Ich kann doch schlecht über mein Leben als persönliche Sklavin von der Mutter Oberin schreiben. Sklavin? Ja, so nennt man Leute, die 14 bis 16 Stunden am Tag arbeiten, ohne dafür Geld zu kriegen. Und wenn man nicht spurt, wird man entweder nach Köln oder in die Mission verkauft. Ja, das ist der Fluch des Erfolges. Vielleicht küsst dich die Muse ja doch. Was ist denn jetzt? Bleibt die Unsichtbare bei uns oder nicht? Ja, aber keine Angst. Sie ist die Tochter eines 2-Sterne-Kochs. Du wirst keine zusätzliche Arbeit mit ihr haben. Im Gegenteil. 2-Sterne-Koch? Das ist meine Küche. Dein Vater hat eine Bank? Ja, er hatte ziemliche Schwierigkeiten. Privatbanken haben es nicht leicht heutzutage. Und er hat dich einfach so ins Kloster gehen lassen? Von wegen. Der hat sich genauso mit Händen und Füßen dagegen gesträubt wie dein Vater. Grüß Gott.
bin Schwester Lotte, willkommen in Kloster Kaltenthal. Danke, Gina. Und tut mir leid für den ganzen Ärger. Du musst aber der Mutter Oberin einen Stein im Brett haben, so wie sie dich mir ans Herz gelegt hat. Wirklich? Dann hat sie das aber gut verstecken können. Ich dachte, sie reißt mir den Kopf ab. Ja, da kann man da nichts machen. Danke. Und ich denke nicht daran, mir deine fadenscheinigen Ausreden anzuhören. Und wenn du glaubst, dich klammheimlich aus dieser Nummer fortstehen zu können, dann hast du dich geschnitten. Ihr habt diese 4 Millionen genauso unterschrieben wie ich. Und ich denke nicht daran, die Suppe alleine auszulöffeln. Diese 4 Millionen hast du in den Sand gesetzt. Du und deine Spezies. Und jetzt sitzt die Gemeinde auf einer unverkäuflichen Ruine. Und das, wo an allen Ecken und Enden das Geld fehlt. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich habe im Übrigen Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Und die Polizei ist dabei, im Umkreis von 20 Kilometern die Friedhöfe, Naturkundemuseen abzuklappern, um festzustellen, ob irgendwo illegal Leichen exhumiert worden sind und Skelette fehlen. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Und Nummer 2, hör mir mal zu. Habe ich den Nonnen eine Miete aufgebrummt, dass ihnen Hören und Sehen vergeht? Ja, die werden froh sein, wenn sie von der Gemeinde für 4 Millionen die Immobilie zurückkaufen dürfen. Und in ein paar Wochen ist das der Schnee von gestern. Also hör auf, mit mir Schlitten fahren zu wollen. Na? Wie war ich? Dafür, dass Ihnen das Wasser bis zum Hals steht, nicht schlecht. Aber lange mache ich das nicht mit, das sage ich Ihnen gleich. Also Ihnen kann man das auch nicht recht machen, oder? Haben Sie diese Gina aufgetrieben? Nein. Ja, was ist hier nein? Die Schwester an der Pforte in München hat gesagt, bei Ihnen gibt es keine Gina Gallo. Frau Laban, Sie können sich doch nicht an der Pforte abfertigen lassen. Müssen Sie geschickter machen. Ach ja. Und wie? Verbinden Sie mich. Mit dem Mutterhaus in München? Ja. Und dann hören Sie zu, wie man sowas als Profi durchzieht. Ja, grüß Gott. Müller, städtisches Funkbüro. Bei uns ist ein Geldbeutel abgegeben worden mit dem Führerschein von einer gewissen Gina Gallo, ja Gallo mit Doppel-Ludwig, und einem Abschnitt von einer Schnellreinigung. Und da ist Ihre Nummer angegeben. Ah ja? Ja, wunderbar. Und wie erreiche ich die Dame? 0844 29 29. Meinen verbindlichen Dank. Und wenn Sie mal was verlieren sollten, wir sind immer für Sie da. Ja. Ja, so macht man das, Frau Laber. Um so schamlos lügen zu können, muss man Politiker sein. Ja, schauen Sie nicht so. Stellen Sie lieber fest, wer hinter dieser Nummer steckt. Oder muss ich das auch wieder selber machen? Kloster Kaltenthal, Julia Siebert. Hier ist Frau Laban. Sagen Sie, Schwester, gibt es bei Ihnen eine gewisse Gina Gallo? Wie kommen Sie darauf? In München hat man mir, das heißt dem Herrn Wöller, diese Ihre Telefonnummer gegeben. Herrn Wöller? Was will der von Gina? Der Vater von ihr war heute früh bei Wöller und ich nehme an, Wöller hat mit ihm einen seiner Deals gemacht. Ach du Schande. Na, keine Sorge, er hat nicht gemerkt, dass das Ihre Telefonnummer ist. Sein Zahlengedächtnis hört beim Preis für ein Bier im Ochsen auf. Er darf es auf keinen Fall erfahren, hören Sie. Ja, ich werde mein Bestes tun, aber versprechen kann ich nichts. Tut mir leid, ja, da muss ich mich verwählt haben. Auf Wiederhören. Tja, Fehlanzeige. Unter dieser Nummer meldet sich eine Firma Rohleder und bei der arbeitet keine Gina Gallo. Das ist ja auch kein Wunder, wenn Sie sich verwählt haben. Ja, das habe ich doch nur so gesagt. Aber bitte, Sie können es ja gern probieren. Nein, nein, ich muss jetzt los. Geben Sie her. Ich erledige das auf dem Weg nach München. Und was wollen Sie in München? In die Höhle des Löwen, sprich der Löwin. Zur Mutter Oberin. Erraten. Ich glaube, ich spinne. Was machen Sie hier? Ich gehe meinen Pflichten als Hüter der Ordnung nach. Sie stehen verkehrsbehindernd. Und Sie stehen mit einem Fuß im Fettnapf und mit dem anderen am Grab Ihrer Laufbahn als Beamter. Was Sie nicht sagen. Was machen Sie eigentlich hier? Soll das etwa heißen, dass Sie meiner Anzeige gegen Unbekannt nicht nachgegangen sind? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich alle Friedhöfe abklappere wegen Ihrem Verdacht, dass die Schwestern Grabflederei betreiben. Herr Mayer, ich habe Sie gewarnt. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das haben Sie schön gesagt. Doch, doch, muss ich mir merken.
Kloster Kaltenthal, Schwester Agnes, hallo? 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 Zu blöd. Kloster Kaltenthal, ich Lausteraffe. Ich habe hier einen ganzen Block von Strafzetteln, für den Fall, dass Sie hier übernachten wollen. Du hast doch gesagt, dein Bruder ist verheiratet. Ja, schon lange. Das ist ja das Elend. Er kann keine Kinder kriegen. Wenn er Vater jede Menge Bambinis geliefert hätte, dann hätte keiner auch nur einen Gedanken daran verschwendet, dass ich eine alte Jungfer werde. Was ist mit deiner Mutter? Die war krank vor Heimweh. Und als wir Kinder groß genug waren, ist sie zurück nach Neapel. Entschuldigen Sie, dauert es noch lange? Nein, warum? Ginas Vater war bei Wöller. Frau Laban hat vorhin angerufen. Ja, da weiß er nicht, dass Gina hier ist. Noch nicht. Aber er hat in München wohl die Nummer von ihr gekriegt. Und wenn er die anruft und wir uns melden, muss er nur eins und eins zusammenzählen. Nein, ich warte nicht ab. Richten Sie Ihrem Vater aus, dass er seine Mafia-Truppe wieder zurückgreifen kann. Ich habe seine Tochter so gut wie aufgespürt. Nicht am Telefon und nicht mit Ihnen. Ich melde mich wieder. Ja, der Name tut auch nichts zur Sache. Fabrizio weiß Bescheid. Arrivederci. Nicht Sie schon wieder. Doch, dass Sie sich nicht schämen, sich vor den Karren der Nonnen spannen zu lassen. Das verbitte ich mir. Das muss ich mir als Landeskonservator nicht sagen lassen. Sie tun mir leid, Herr Wöller. Ich Ihnen? Ja. Sehr witzig. Ihre engstirnige Vorstellungskraft reicht wohl nicht aus, um sich auszumalen, was diese kulturgeschichtlich einzigartigen Funde für Ihre Stadt und für die ganze Region bedeuten. Herr Professor Hänfling, hier ist noch einer. Das sieht aus wie ein Knochen von einem kleinen Zeh oder einer Hand. Also ich weiß nur eins, Herr Professor. Wenn hier statt diesem Loch im Boden der Grundstein für unser Kongresszentrum läge, wäre der Stadt Kaltenthal mehr gedient. Aber ich bin ja nur ein Kulturbanause, dem Arbeitsplätze und Umsätze wichtiger sind als ein paar Schuhschachteln mit alten Knochen drin. Wenn ich im Ochsen Speerrips bestelle, dann habe ich Knochen genug. Schwester! Gina, du gehst jetzt schnell auf dein Zimmer und du bestellst mir bitte einen Tisch für heute Abend im La Dolce Vita. Los, los! Schwester! Falls Sie nur gekommen sein sollten, um Ihre bescheidene Miete zu erhöhen, dann können Sie gleich wieder gehen. Mein Besuch ist rein privater Natur. Die Tochter eines Freundes ist bei Ihnen und der soll ich was ausrichten. Das können Sie sich auch sparen, denn die Tochter Ihres Freundes legt keinerlei Wert auf Ihre Bekanntschaft. Und ich möchte auch gar nicht wissen, wie Herr Gallo es geschafft hat, Sie als seinen Handlanger zu gewinnen. Kauft er seinen nächsten Wagen bei Ihnen? Oder haben Sie Rabatt in seinem Luxuslokal? Sind Sie jetzt fertig? Ja. Ist das alles, was Ihnen dazu einfällt? Geben Sie auf, Herr Wöller. Gina wird an Maria Himmelfahrt den Schleier nehmen und bis dahin müssen Sie leider Pavarotti im Radio hören. Schwester, der Vater von Ihrer netten kleinen Nonne hat mir gedroht, aus meinem Laden Kleinholz machen zu lassen. So sieht's aus, Schwester. Also, Herr Wöller. Cosa Nostra. Der Pate. Gehen Sie nie ins Kino? Also wirklich? Ja. Außerdem kriege ich nie wieder einen Tisch in seinem Gourmet-Tempel. Und was das bedeutet für einen Lokalpolitiker mit Autohaus, das brauche ich Ihnen wohl nicht zu erzählen. Dann gehen Sie halt in den Ochsen. Da ist es auch gut und billiger. Und Sie fallen auch nicht so auf. Wie meinen Sie das? Sie können doch Ravioli aus der Dose nicht von Orecchia Telle alla Gargano unterscheiden. Orecchia? Telle. Und was diese Drohung angeht, das glauben Sie doch selber nicht. Hier ist nicht Hollywood, hier ist Kaltenthal. Trotzdem. Also gut. Wenn Sie schon Angst haben, dass es dieser Mann ernst meint, warum schlagen Sie sich nicht ausnahmsweise mal auf die gute Seite? Ja, wie denn? Helfen Sie uns, diesen Vater und den Gallo-Clan davon zu überzeugen, dass Sie Gina nicht mit einem Mann verheiraten können, den sie nicht liebt. Nur um mit ihm zusammen Enkel für das Familienoberhaupt zu produzieren. Heiraten? Davon war doch nie die Rede. Ich dachte, er hätte nur etwas dagegen, dass seine Tochter ein Leben lang in so einem schwarzen Sack herumläuft. Schwester, begreifen Sie doch. Ich möchte nicht in Betonstiefeln auf dem Grunde der Isar herumturnen. Julia? Ja? Du bestellst bitte einen Tisch für zwei Personen, weil Bürgermeister Wöller wird mich heute Abend ausführen. Wie? Was? Ich habe schon angerufen. Sie haben nichts frei. Oh. Was, ein Tisch? Im Dolce Vita? So kurzfristig. Da muss schon der Papst persönlich kommen. Und der kriegt auch nur einen, neben der Herrentoilette. Der Papst oder ich? Guten Tag, Herr Wöller. Ich bin Gina. Ah ja. Ja, das tut mir leid, mit diesem
Cosa Nostra. Ist schon gut. Mein Vater ist ein sehr stolzer Mann und er kann sehr jähzornig werden. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Sie müssen ihn davon abbringen. Ich meine, so aus der Welt ist dieser Wunsch doch nicht. Also, wenn Sie meine Tochter... Herr Wöller, wenn Sie... Wir werden heute Abend dahin gehen und diese psychologische Kriegsführung beenden. Ja, wie denn? Der Mann ist doch nicht ganz zurechnungsfähig, was seine Tochter anbelangt. Aber er glaubt an Gott als guter Italiener. Und Sie als Oberhaupt der Gemeinde werden ihn davon überzeugen, dass Sie nicht dulden können, dass eines seiner Schäfchen gegen seinen Willen vor den Traualtar gezerrt wird. Hm? Und so ganz nebenbei lassen wir uns verwöhnen, kulinarisch, im Gourmet-Tempel, auf Italienisch. Spezialität des Hauses sind Trippa Napolitana. Trippa? Köstlich. Wollen Sie eine ehrliche Antwort? Oder soll ich lieber eine Ihrer Taktiken anwenden? Das können Sie doch gar nicht ehrlich sein. Das ist doch in Ihrem Verein verboten. Wollen wir uns nicht lieber auf unsere Mission konzentrieren? Na schön. Aber wenn wir das überstanden haben, kriege ich eine Antwort. Ja, das ist eine sehr gute Wahl. Die Getränke kommen dann sofort. Ja? Viel Vergnügen. Schönen guten Abend. Buonasera, das ist Frau Albers. Ja, Gina war so lieb und hat einen Tisch für uns bestellt. Ah ja, kommen Sie mit. Wir wollten nur eine Kleinigkeit essen. Ich weiß auch schon, was ich zu mir nehme. Die Trippa Neapolitana. Eccellente. Und Sie? Was auch immer das ist, ich schließe mich der Dame an. Aber die Weine darf ich aussuchen. Bitte? Ich schicke Ihnen dann den Weinkeller. Ich weiß schon, was wir nehmen. Zwei Gläser von der Hausmarke Rosso. Barolo, Amarone, Chianti. Oh, das überlasse ich Ihnen. Va bene. Und wenn Sie Herrn Gallo bitte sagen möchten, Herr Wöller sei hier. Das werde ich tun, ja. Das ist der Sohn. Hausmarke. Dazu hätten meine Weinkenntnisse auch gereicht. Wenn Sie es schaffen sollten, Ihre Mutter Oberin davon zu überzeugen, dass es für alle Parteien besser ist, das Kloster wieder seinem ursprünglichen Besitzer zukommen zu lassen, lade ich Sie ein. Im ganz großen Stil. Von Steuergeldern. Sie sagen es. Ich bin ja sozusagen im Dienst der öffentlichen Hand. Und da ist es wichtig, dass die Rechte, Gottlob, nicht weiß, was die Linke macht. Oh Gott, da kommt dieser Wahnsinnige. Fabrizio, darf ich bekannt machen? Fabrizio Gallo. Ungekrönte König der Gastronomie, Schwester Charlotte Albers. Piacere. Grüß Gott. Wir dachten, wir machen gleich Nägel mit Köpfen und zogen die Sachlage fest. Ja, Gina war so freundlich und hat uns diesen schönen Tisch besorgt. Wo ist Gina? Das wollten wir noch eine Weile für uns behalten. Wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Sehen Sie, so ist es gleich viel gemütlicher. Ich habe sie schon irgendwo gesehen. Na klar. Ich meine, Schwester Charlotte Albers ist ja eine Berühmtheit, seit sie mich damals im Wahlkampf weggeputzt hat. Naja, Herr Böller hat es mir auch nicht besonders schwer gemacht. Aber das ist eine alte Geschichte. Wollen wir nicht zum eigentlichen Thema übergehen? Ich hatte ein sehr intensives Gespräch mit Ihrer Tochter. Und sie hat mir auch von den Problemen mit Ihnen und Ihrer Familie berichtet. Gina ist ein fantastisches Wesen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber... Hat sie Ihnen auch erzählt, dass ich und von mir mein Vater ein ganzes Leben lang geschuftet haben, um in diesem Land respektiert zu werden? Dass diese ganze Arbeit umsonst war, ohne Gina? Ja. Und das tut ihr auch sehr leid. Vor allen Dingen, weil sie sie so liebt. Und nichts wünscht sie sich sehnlicher, als dass sie auch ihren Standpunkt verstehen. Ja, aber so ist nun mal das Leben, Fabrizio, nicht? Die Kinder. Was haben Sie bestellt? Wie? Ach, Trippa. Ich auch. Und Hausmarke Rosso. Aber wenn Sie ein Fläschchen... Sie entschuldigen mich einen Augenblick. Ich möchte nur in der Küche Bescheid geben, dass Sie auch die Originalversion serviert bekommen. Wie zu Hause. Napoli. Napoli. Wir haben doch gesagt, dass ich zuerst mit ihm rede. Ich habe doch nur die Stimmung aufgelockert. Dieser Mann ist ja kein Italiener. Das ist ein Eskimo. Im Charme einer Gletscherspalte.
Allora, ragazzi, Gina nel monastero. Sicuro? Sicurissimo. Andate là, la portate qui. Certo. E attenzione, non ti preoccupare. Va bene. Cazzo, guardi, muoviti, cammina! Grazie. So, also. Salute. Prost, Herr Böller. Nicht übel. Das muss der Neid Ihnen lassen. Vom Wein verstehen die Italiener was. Trinken Sie nicht so viel. Sonst reden Sie sich wieder um Kopf und Kragen. Was heißt hier Kopf und Kragen? Politik ist die hohe Schule des Kompromisses. Vergessen Sie Ihre Taktiererei. Wir müssen an seine Gefühle appellieren und an seine Liebe als Vater. Der Mann will einen Enkel, oder? Und wenn es ein Mädchen wird? Oder wenn sich der Enkel nicht unter seine Fuchtel begeben will, was hat er dann davon? Das ging aber flott. Da sieht man mal wieder, wenn man der Chef kennt, dann erflutscht er der Service. Buon appetito. Grazie. Mein Gott, das riecht ja umwerfend. Amen. Guten Appetit, Herr Böller. Einen guten, Schwester Lotte. Wunderbar. Schwester Lotte ist nicht, wie wir alle. Sie ist, naja, wie soll ich sagen? Sie hat ein ganz schlichtes Verhältnis zu Gott und der Welt. Und sie redet mit Jesus, als ob sie 25 Jahre mit ihm verheiratet wäre. Nein. Doch. Und so direkt ist sie mit jedem. Also dein Vater hat keine Chance gegen sie. Meine hat auch kapituliert. Gina, komm, bitte, deinem Vater zuliebe. Also entweder Sie gehen jetzt oder ich rufe die Polizei. Sie halten sich da raus. Das geht nur uns was an. Wer sind Sie? Was ist hier los? Und Sie auch. Los, verschwinden Sie. Na los! Und du kommst mit. Nein. Schluss jetzt mit dem Theater! Ist ja gut. Wir sind nicht schwer vom Begriff. Aber anziehen wird sie sich doch wohl noch dürfen. Also warten Sie gefälligst unten, bis sie soweit ist. Na gut. Aber Gina, keine Tricks. Und beeil dich. Enzo. Jetzt drehen Sie doch nicht durch, kurz vor der Nachspeise. Ach, was oberfaul. Geben Sie mir bitte Ihren Schlüssel. Ich fahre. Nein, Sie haben zu viel getrunken, also bitte. Haben Sie eine Erleuchtung auf der Toilette gehabt, oder was? Ich war doch nicht auf der Toilette. Ich war in der Küche und wissen Sie, wer da kocht? Fabrizio, und zwar alleine. Ja und, der ist Koch. Himmelsschwester. Ah, andiamo. Jetzt holen wir die Polizei. Komm. Mach du das. Ich muss mich erst mal von dem Schock erholen. Sind Sie weg? Du? Wer ist denn da in dem Wagen? Na, wer schon? War doch Ihre Idee. Was ist hier los? Und wer waren diese Idioten in dem Lieferwagen? Eine Katastrophe. Zwei Männer in meinem Zimmer.
Fast. Und ich bin schuld. Und wer bist du? Entschuldige. Gina. Die Mutter Oberin hat versucht, mich hier im Kloster zu verstecken. Vor meinem Bruder und meinem Ex-Verlobten. Den beiden. Na prima. Wenigstens ist mal was los hier. Ich bin Sophie. Wo ist der Schlüssel? Der steckt immer. Danke. Wo willst du denn hin? Ja, genau. Geht's auch etwas weniger schnell? Sonst kommt mir das köstliche Essen hoch, von dem ich ja nur die Hälfte genießen konnte, dank Ihrer Hysterie. Seien Sie doch still. Nur noch eine Frage. Tripper, was ist das eigentlich für eine exotische Köstlichkeit? Nachtigallenzungen? Kutteln. Was sonst? Haben Sie das nicht gewusst? Sagen Sie das nochmal. Kutteln, Innereien, das, was andere Leute wegwerfen. Nur Italiener nicht, denn die wissen, was das für eine Köstlichkeit ist. Was ist denn? Geht's Ihnen nicht gut? Halten Sie an, bitte. Oder ich kann meinen Vorführwagen auf den Schrottplatz schmeißen. Und wenn das nochmal vorkommt, werde ich eure Musikbox leider beschlagnahmen müssen. Also ab 22 Uhr. Bitte nur ich noch... Dreimal gesagt. Heiliger. Der Bürgermeister fährt seine Promille spazieren. Halten Sie an, bitte. Da, das waren Sie. Oh, so schlecht. Wissen Sie, was das bedeutet? Führerschein, die Fahrzeugpapiere und die Ausweise, bitte. Was hat denn der Herr Wöller? Der mag keine Innereien. Ach so. Hallo! Da ist jemand drinnen. Hallo, Sie, machen Sie mal da hinten auf. Los, aufmachen. Es wird ja immer schöner. Sie? Ja, ich. Madame. Ich bin sicher, Sie haben für alles eine Erklärung. Ja, natürlich, Herr Meier, das ist Kidnapping. Nur, dass die Herren leider die falsche erwischt haben. Ja. Pronto? Ich verstehe kein Wort. Polizei? Ihr seid bei der Polizei? Du hast Enzo und Mario geschickt, stimmt's? Gina, amore mio. No, Papa, du hörst mir jetzt zu. Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wie ich leben soll. Mario, ruf mich später an. Und von Enzo und Mario schon gar nicht. Gina, Nonne, das ist doch kein Leben. Auch das will ich selbst herausfinden. Deswegen bin ich ins Kloster gegangen. Bitte, Papa, 3 Monate. Und dann nehme ich entweder den Schleier oder auch nicht. Und so lange lässt du mich in Ruhe. Und du sorgst dafür, dass Enzo und Mario das auch tun. 2 Monate? 3, bis Santa Maddalena. Bis Santa Maddalena, Dio mio. Aber dann kommst du wieder zu uns. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht versprechen. Bitte, Papa. Ich hab dich lieb. Und du fehlst mir. Und ich will doch keinen Streit mit dir. Na gut. Aber nur 3 Monate und nicht einen Tag mehr. Du bist der beste Papa auf der Welt. Ich weiß. Benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Da sind Sie! Schwester Lotte!
unter Kontrolle. Vor allen Dingen durch den ganz persönlichen Einsatz von Bürgermeister Wöller und natürlich Wachtmeister Meier. Wo ist denn Gina? Die ist mit dem Wagen weggefahren. Na, wahrscheinlich zu ihrem Vater, denke ich. Na, dann ist jetzt Ruhe an der Front. Er wird kaum gesteigerten Wert darauf legen, eine Tochter im Kloster und einen Sohn im Gefängnis zu haben. Ich muss mich mal um Herrn Wöller kümmern. Was hat er denn? Er mag keine Innereien. Hast du keine Angst gehabt? Nö, wieso? War doch lustig. Du hättest ihre Gesichter sehen müssen, als man dämmerte, dass sie die falsche Frau zu kidnappen haben. Eins steht fest. Diese Zwei-Sterne-Gastronomie finde ich zum Kotzen. Kutteln. Soll ich Ihnen einen Kamillentee kochen? Das beruhigt die Magennerven. Nach diesem Kuddelmuddel brauche ich jetzt erst mein Bier. Aber es bleibt doch bei unserer Abmachung. Ich habe Ihnen nichts versprochen. Was wollen Sie denn noch? Naja, wenn ich an diese Wuchermiete denke? Nein. Irgendwas muss ich dem Gemeinderat hinwerfen als Rendite. Sonst werde ich öffentlich gesteinigt. Sie brauchen doch nur das Kloster wieder zurücknehmen. Ehrlich gesagt, Sie gefallen mir viel besser, wenn ausnahmsweise mal wir am Drücker sind. Was? Wenn Sie was von mir wollen, dann sind Sie so, wie soll ich sagen, dann sind Sie so ein richtiger Gentleman.